Moin Leute, was geht? Hier ist wieder euer Geist. Heute in diesem Video zeige ich euch ein ausführlicheres Tutorial für das Haupt-Easter Egg auf Mauer der Toten. Und zwar müssen wir als erstes den Strom- und Packer-Punch aktivieren. Ich gehe hierfür unten lang, Leute. Mach hier die Tür auf, nehme die Seilbahn. Dann gehe ich hier rechts entlang. An der Wand seht ihr auch immer so blaue Pfeile, die euch den Weg weisen. Folgt denen einfach. Dann hier entlang die Treppen runterlaufen. Die nächste Tür links und dann, Leute, lauft über die Straße. Wenn ihr das tut, dann hört ihr links einen Sturm spawnen. Geht dorthin, tötet ihn, denn der wird euch dann eine Sicherung droppen, die ihr gleich für den Strom braucht. Insgesamt braucht ihr zwei von den Sicherungen und die bekommt ihr halt, wenn ihr die Stürme tötet. So, dann geht nach unten zum Strom. Ich nehme hier diesen Weg. Wie gesagt, Leute, an den Wänden sind dann auch immer so blaue Pfeile, die euch den Weg weisen Richtung Strom. Wie ihr seht, ist hier rechts auch ein Pfeil, der zeigt dann zu dieser Tür. Die kauft ihr dann auch einfach auf. Und dann die letzte Tür. Wenn ihr dann den Stromschalter umschaltet, öffnet sich rechts davon hier diese Sicherung. Dort packt ihr die erste Sicherung rein, dann geht ihr auf der Karte zu der markierten Stelle. Dort wird der nächste Sturm spawnen, den tötet ihr und hebt euch die zweite Sicherung auf. So, diese Sicherung packt ihr wieder in den Sicherungskasten rein, dafür lauft ihr einfach wieder zurück. Packt es in den Kasten rein und dann schaltet ihr den Stromschalter um und ihr habt Strom. So, als nächstes müsst ihr nun Packer Punch einschalten. Geht dafür am besten den Weg, den ich laufe, lauft hier nach unten. Geht nach rechts und danach könnt ihr euch links hoch sein und ihr seid quasi beim Packer Punch, Leute. So, dann wenn ihr oben seid, einmal nach rechts über diesen Autohaufen. Dann seht ihr hier in der Luft verschiedene Zombies. Ihr müsst jetzt zur Packer Punch Maschine gehen, aktiviert es einmal und darüber wird ein Jünger spawnen. Diesen Jünger müsst ihr töten. Macht es am besten schnell, weil je länger es dauert, umso schwieriger wird es, weil dieser Jünger hielt sich immer durch die anderen Zombies. Wenn ihr den Jünger dann getötet habt, dann nach ein paar Sekunden kommt so eine kleine Explosion, dann ist Packer Punch freigeschaltet und die Zombies hier in der Nähe sterben. Der nächste Schritt ist, ihr braucht eine Mikrowellenschüssel. Die findet ihr entweder hier auf der Seite beim Turm oder auf dieser Seite. Denn dort werden immer so kleine Skeletthaufen auf dem Boden sein, mit denen ihr interagieren könnt. Entweder kommt da Loot raus oder es kommt halt die Mikrowellenschüssel raus, die ihr dann braucht. Also Leute, lauft überall ab, interagiert mit jedem Trümmerhaufen hier, bis ihr dann diese Mikrowellenschüsse bekommt. Als nächstes brauchen wir Klaus seine Hände. Hierfür müsst ihr auf eure Waffe die Hirnfäule-Modifikation draufpacken. Dann müsst ihr ins Hotel laufen. Falls ihr nicht wisst, wo das Hotel ist, das ist genau auf der anderen Seite vom Spawn. Dort, wo wir die erste Seilbahn benutzt haben, um Strom anzumachen. So, wenn ihr dann im Hotel seid, müsst ihr ins Zimmer 305 gehen. Dort im Zimmer werdet ihr auch eine Tür sehen, die verbarrikadiert ist. So, jetzt braucht ihr einen Zombie mit Hirnfäule. Und wenn ihr einen Zombie mit Hirnfäule habt, wird er direkt zu dieser Tür rennen und die Tür aufschießen. Hinter der Tür befindet sich ein Bett und auf dem Bett liegt ein Zombie mit Händen um den Hals. Und das sind Klaus seine Hände, die ihr dann abnimmt. Es kommt eine kleine Animation und ihr habt das erste Teil für Klaus. Als nächstes braucht ihr die Batterie, die bekommt ihr, indem ihr in Runde 10 den krassen Soldaten tötet. Und wenn ihr dann die Batterie und die Hände habt, dann könnt ihr Klaus zusammenbauen. Hierfür müsst ihr in den Unterschlupf laufen, dann stellt ihr euch hier vor Klaus, interagiert mit ihm. Dann wird der kurze Zeit später aufstehen und ihr werdet merken, dass ihr eine Taktikgranate in der Hand habt. So, mit dieser Taktikgranate könnt ihr den Klaus steuern. Wenn ihr die benutzt, zum Beispiel nach hier irgendwohin benutzt, dann seht ihr so einen grünen Kreis und Klaus wird sich dorthin bewegen. Wenn ihr dann den Klaus aktiviert habt, dann könnt ihr euch auch direkt die Taschenlampe schnappen. Geht hier paar Räume weiter in den Schaltersteuerungsraum. Dann ruft mit eurer Taktikgranate den Klaus hierhin mit der Fernsteuerung vor diesem Spind. Dann wird er dorthin gehen und den Spind aufschlagen. In diesem Spind befindet sich dann eine Taschenlampe. Die hebt ihr auf und dann seht ihr schon, dass euer Licht so lila wird. Mit dem Modus, also bei mir auf Keyboard ist es 5, könnt ihr wechseln, entweder Taschenlampe aus, weißes Licht oder lilanes Licht. Jedoch werden wir das lilane Licht brauchen.
Unser nächster Schritt ist, dass wir Klaus verbessern, und zwar müssen wir ihn einmal verbessern, um das Easter Egg machen zu können. Geht dafür hinterhin zum Arsenal, platziert die Mikrowellenschüssel dorthin und dann muss Klaus Kills machen. Wenn er genug Kills gemacht hat in der Runde, Leute, seht ihr oben links den Smiley grün am Leuchten, ansonsten ist er rot, und wenn er dann drin ist, dann müsst ihr hier verteidigen, eine Minute lang. Falls ihr die Verteidigung nicht schaffen solltet, kein Problem, dann müsst ihr es halt nächste Runde noch einmal versuchen. Und es reicht auch vollkommen, wenn ihr Klaus nur einmal verbessert, das heißt, nach dieser Verteidigung braucht ihr keine Verbesserung mehr bei Klaus vorzunehmen. Wenn die Verteidigung erfolgreich war, wird der Klaus aus dem Arsenal hier aussteigen und er wird eine gepanschte Waffe in der Hand halten. Als nächstes brauchen wir die Wunderwaffe, Leute, und ich zeige euch jetzt nochmal, wie das Easter Egg geht für die Wunderwaffe. Und zwar in der Kleidungsfabrik seht ihr ja die schwarze 1 hier. Die 1 steht für den ersten Code für den Tresor, Leute. Und ihr müsst jetzt einen Code hier an der Wand finden. Der erste Code ist hier. Den seht ihr nur mit dem UV-Licht. Der zweite ist über der Tür, Leute. Und der dritte Spot für den Code ist hier. Wie gesagt, Leute, ihr seht das nur, wenn ihr nah dran geht mit der neuen Taschenlampe mit dem UV-Licht. Sonst seht ihr das nicht. Bei mir ist der erste Code die 27. Das schreibt ihr euch am besten auf. Am besten eine 1-27, damit ihr wisst, dass die 27 der erste Code ist. Der zweite Code befindet sich hier unten. Und zwar ist ein Spawn hier über der Tür. Einer links an der Wand. Und der andere ist hier hinten oben an der Wand. Und zwar ist es bei mir die 36, schreiben wir uns wieder auf, also 2 gleich 36. Und der dritte Code befindet sich hier im Bauersladen. Der erste Spawn ist hier am Fenster, der zweite ist hier im Regal und der dritte ist hier in der Ecke. Bei mir war es jetzt die 37, also 3 gleich 37. Und wenn ihr dann alle drei Codes habt, Leute, dann begebt ihr euch wieder ins Zimmer 305, dort wo ihr auch die Hände her habt, und dort ist ein Tresor. So, jetzt müsst ihr hier bei der 1 den ersten Code eingeben, das war die 27, dreht den Zeiger auf die richtige Position, also auf 27 in meinem Fall, dann guckt ihr rüber auf die 2 und dort geben wir dann 36 ein und bei der 3 geben wir dann 37 ein. Wenn ihr das dann richtig eingegeben habt, dann steht unten nochmal eine Taste, womit ihr den Griff verwenden könnt, das tut ihr und hier bekommt ihr dann die Wunderwaffe heraus. Als nächstes müssen wir den Kopfschutz bauen. Und dafür brauchen wir drei Teile. Das erste Teil befindet sich hinter der Bar im Elektrofachmarkt. Dort befinden sich so Radios, die ihr dann mit der Wunderwaffe abschießen müsst. Und ein Radio droppt euch dann den Transistor und das ist das erste Teil. Also einfach mit der Wunderwaffe abschießen, schaut euch hier um und eins wird euch dann den Transistor droppen. Das zweite Teil befindet sich oben am Spawn. Dann könnt ihr euch hier beim Elektrofachmarkt einfach hochziehen, geht aufs Dach hoch. Und auf dem Dach findet ihr dann so eine Antenne, dort schießt ihr mit eurer Wunderwaffe einmal drauf und diese wird euch dann eine Antenne droppen, die ihr aufhebt. Das nächste Teil befindet sich in der Geiststation und zwar seht ihr oben rechts diesen Kasten, dort schießt ihr einmal drauf und hebt dann das Teil vom Boden auf. Als nächstes geht Klaus aktivieren, dann bringt Klaus in den Kanalisationszugang hier an diese Wand. Lockt den hierher und wenn er dann davor steht, Leute, wird der ausholen und die Wand zerschmettern. Und hinter dieser Wand befindet sich dann eine Metalltür und diese werden wir jetzt schmelzen. Und hierfür braucht ihr diesen Modkit, diesen Laser-Modkit für eure Wunderwaffe. Die bekommt ihr einfach durchs Töten von Zombies. Es droppt dann immer random auf den Boden und dann müsst ihr hier diese Tür zum Schmelzen bringen. Geht dann in den Raum rein und unter euch seht ihr schon diese roten Kugeln, diese roten Schilder. Und die verschwinden, wenn ihr alle Zombies tötet, die jetzt gleich spawnen werden. Und wenn der Schild dann weggeht, dann werdet ihr sehen, dass sie so Reagenzgläser rauskommen. Die müsst ihr aufheben, indem ihr dreimal interagiert, weil das drei Reagenzgläser sind. Ihr hebt also alle einzeln auf, dreimal interagieren. Dann schießt ihr mit der Wunderwaffe einmal hier gegen und nimmt euch eine Essenzfalle. Jetzt müssen wir diese Reagenzgläser nämlich mit Kanistern füllen. Die Spawns der Kanister sind jede Runde unterschiedlich, insgesamt gibt es drei Kanister für jedes Reagenzglas 1 und ihr müsst halt überall auf der Map ablaufen. Ich zeige euch nochmal ein paar Locations, wo die Kanister spawnen können und wenn was fehlen sollte, Leute, einfach rumlaufen oder schreibt es in die Kommentare, wenn ich was nicht gesehen habe. Eine Location ist hier bei der Geiststation, Leute, unter diesem Sicherungsschrank, wo wir auch das Teil für das Headset bekommen. Eine weitere Location ist hier im Kanalisationszugang, Leute, und zwar hier. Die nächste Location ist in Ost-Berlin hinter der Bar, und zwar hier in der Ecke. Eine weitere Location ist auf dem Korbmacher-Dach, ganz oben auf dem Dach, Leute.
Eine weitere Location befindet sich hier beim Packer Punch in der Nähe, und zwar an diesem kleinen Gebäude. Die nächste Location ist, wenn ihr hier am Spawn die obere Seilbahn nehmt, hier rüber auf dem zerstörten Penthouse, und zwar hier in dieser Etage, Leute. Als nächstes müsst ihr die Reagenzgläser nun füllen. Platziert euer Reagenzglas hier in diesem Kanister, dann werft eine Essenzfalle davor und es spawnen 3 Sturmzombies. Diese müsst ihr töten, denn diese laden den Kanister auf. Im Solo-Modus reichen 3 Sturmzombies, also eine Essenzfalle. Und wenn ihr mit mehreren Leuten spielt, dann braucht ihr 2 Essenzfallen. Also bei 3 Leuten haben wir 6 Sturmzombies gebraucht. Hebt dann euren aufgeladenen Kanister auf und jetzt müsst ihr wieder in den geheimen Labor gehen. Ihr seid auf dem Weg dorthin langsam, aber falls ihr in Schwierigkeiten kommt, Leute, könnt ihr L1, R1 oder X oder was auch immer, je nachdem auf was ihr spielt, eure Feldaufrüstung aktivieren. Dann kommt so eine kleine Explosion, mit der ihr euch retten könnt, so wie ich das jetzt hier aktiviert habe. Geht hier übers Geländer, dann geht nach unten, platziert den ersten Kanister. Schnappt euch wieder eine Falle und geht dann zum zweiten Kanister. Beim zweiten Kanister macht ihr genau dasselbe, platziert euer Reagenzglas, dann werft eine Essenzfalle dorthin, dann spawnen wieder 3 Sturmzombies, tötet alle 3 Sturmzombies, um euren Kanister aufzuladen, und wenn ihr das gemacht habt, dann geht hier zum Kanister und hebt dann dieses Reagenzglas da auf, was ihr gerade aufgeladen habt. Dieses müsst ihr wieder nach unten ins geheime Labor bringen. Ich würde euch immer empfehlen, hier über dieses Geländer zu springen, Leute, weil das ist hier ziemlich eng, weil es kommen eine Menge Zombies hier hin. Wenn ihr das dann hier platziert habt, dann nehmt euch wieder ein Reagenzglas, denn ihr müsst jetzt nun den letzten Kanister füllen. Also geht zum Kanister, platziert euren leeren Kanister hier hin, wirft eine Essenzfalle, tötet die 3 Sturmzombies, nehmt euch den aufgeladenen Kanister und bringt den nach unten. Und sobald ihr den letzten Kanister platziert, seht ihr so eine kleine Explosion und die ganzen Zombies, die da vorhin gespawnt sind, sind weg. Nun braucht ihr einen Sprengkopf, Leute, und eine Schlüsselkarte. Geht dafür erstmal in Unterschlupf zum Klaus, stellt euch vor ihn und baut ihm den Helm, für das ihr die Teile schon vorher aufgesammelt hattet. Wenn ihr nun Klaus den Helm gebaut habt, dann aktiviert ihn und bringt ihn dorthin, wo ich hingehe. Wichtig ist, dass ihr Klaus mindestens einmal verbessert habt. Dann bringt Klaus hier zu diesen Schienen gegenüber vom Eselstritt, platziert ihn dorthin, wo ich ihn jetzt platziere. Wartet, bis er dort auf die Schienen geht, Leute. Und wenn er auf den Schienen ist, dann geht hier in den Raum zurück, aktiviert hier das Terminal, um diese Gleis umzustellen. Und dann kommt der Zug und ihr werdet sehen, dass Klaus den Zug anhält. Geht jetzt nun in den Zug hinein, dort befindet sich nämlich der Sprengkopf, die Schlüsselkarte und es befindet sich noch ein Geheimdokument dort. Also passt auf, dass ihr die Schlüsselkarte nicht mit dem Geheimdokument verwechselt und schaut lieber zweimal nach, ob ihr alles aufgehoben habt. Den Sprengkopf könnt ihr jetzt hier unten platzieren. Und dann brauchen wir Uran, um diesen Sprengkopf zu füllen. Hierfür brauchen wir 2 Computer. Insgesamt gibt es 3 davon. Das sind nämlich diese Computer hier, wie bei Klaus in den Raum. Bei diesem Schritt müsst ihr aufpassen, weil das ist sehr wichtig, Leute. Ihr müsst jetzt Klaus erstmal hier vor den Rechner hinrufen. Und wenn er dann davor steht, dann kann er aufgrund dieses Headset, was ihr ihm gebaut habt, diesen Computer hacken. Nachdem Klaus den PC gehackt hat, dann müsst ihr ihn ein paar Mal durchsuchen, Leute. Beim ersten Mal bekommt ihr hier Geheimdaten und wenn ihr den dreimal ist das, untersucht habt, dann geht dorthin, wo ich hingehe. Und zwar dorthin beim Packer Punch, wo auch die Missionsmaschine ist. Da ist ein Zelt und dort befindet sich auch ein Computer. Und es befindet sich noch ein Computer auf der anderen Seite. Lauft dann am Packer Punch geradeaus vorbei und hinter dieser U-Bahn-Station ist ein Zelt und dort ist auch ein Computer. So, ihr könnt jetzt den Störsignal aktivieren, Leute. Und wenn ihr das macht, dann kommt ein kleiner Countdown als Untertitel. Und ihr werdet einen roten Strahl sehen, wo ein Megatron spawnt und 2 Mimics, die etwas stärker sind. Ihr müsst den Megatron töten, aber ich würde euch empfehlen, tötet erst alle anderen Zombies, damit ihr es einfacher habt. Ich würde es auch mit der Wunderwaffe machen, ist viel einfacher. Der Megatron teilt sich auch wie ein ganz normaler und jede Hälfte droppt so ein grünes Uranteil. Und dieses Uran müsst ihr jetzt aufheben, Leute. Also ihr könnt immer nur eins aufheben, dann müsst ihr zu dieser Werkbank gehen und es zusammenbauen. Und während ihr das nimmt, kriegt ihr Damage. Also das muss ganz schnell gehen. Nimmt das Uran, Leute,
Falls ihr so eine Menge Zombies habt wie ich, tötet sie oder benutzt eine Täuschgranate, damit ihr ganz in Ruhe an die Werkbank könnt. Ich nehme jetzt die Täuschgranate auf den Boden. Ihr könnt auch, wenn ihr einen Kumpel habt, der könnte einen halten. Dann baut ihr das Uran. Wie ihr seht, bin ich fast tot, Leute. Ich habe kein Leben mehr. Also muss das ganz schnell gehen. Und außerdem habt ihr einen Timer von 4 Minuten. Ihr müsst das Uran jetzt an einer Seilrutsche platzieren. Und zwar geht ihr erstmal hier rechts nach oben zum Korbmacherdach. Seid euch hier einfach hoch und an diesem Schild hier habt ihr eine Seilrutsche. Dort geht ihr hin, schaut die Seilrutsche an und platziert das Uran dort. So, jetzt geht ihr wieder zurück, wo ihr den Megatron getötet habt und hebt nun das andere Teil vom Uran auf. Wenn ihr das nehmt, kriegt ihr wieder Damage. Geht hier zur Werkbank, baut es noch einmal, hebt es auf und jetzt müsst ihr zu einer anderen Seilrutsche. Und zwar genau gegenüber vom Korbmacherdach in diesem Gebäude. Rennt dann hier lang, wo ich lang laufe, Leute. Klettert durch dieses Fenster hier, geht nach links und da ist eine Seilrutsche, die direkt nach oben führt. Benutzt diese Seilrutsche. Jetzt müsst ihr nur noch die Seilrutsche finden, die gegenüber vom Korbmacherdach ist. Und zwar ist es die hier. Dort geht ihr wieder hin, aktiviert das Uranium an der Seilrutsche. Dann seht ihr, dass da was Goldenes runterfällt. So Leute, ihr müsst jetzt zu dieser Absturzstelle hin, klettert hier einfach komplett runter, geht auf die Straße und dort habt ihr dann reinstes Uranium, was ihr für den Sprengkörper braucht. Hebt dieses Uranium auf, dann geht am besten den Weg, den ich gehe, das ist der schnellste Weg, um dorthin zu gelangen. Von hier aus nach links, Leute, und wenn ihr euch hier runter seid, seid ihr schon fast beim geheimen Labor. So, dann dreht euch um, geht ins geheime Labor rein, platziert das Uranium hier auf diesen Sprengkopf. Und er sagt euch, dass es noch nicht genug ist. Ihr müsst das Ganze noch einmal machen, Leute. Hierfür müsst ihr erstmal die Runde beenden. Denn dann könnt ihr wieder so einen Rechner aktivieren, Leute. Und wenn ihr das macht, geht das ganze Spiel wieder von vorne los. Ihr schaut euch um, bis ihr diesen roten Strahl seht, wo der Megatron und die zwei Mimics spawnen. Und dort müsst ihr die dann töten. Bei mir ist es hier oben auf dem Dach. Ich gehe da mal hin. Hier tötet ihr wieder die Megatrons und die droppen euch wieder zwei Uraniumteile. Dieses Uran nimmt ihr und geht wieder zur Werkbank rüber, Leute. Es muss schnell gehen, weil ihr bekommt Damage und ihr habt einen Timer von 5 Minuten. Also beeilt euch. Geht wieder zur Werkbank, baut die Uranladung. Jetzt müsst ihr wieder zur gleichen Zipline gehen, so wie vorhin auch. Also erstmal auf den Korbmacher da, wie vorhin auch. Ihr klettert hier auf dieses Schild, platziert die Uranladung. Jetzt müsst ihr wieder dahin, wo ihr den Megatron getötet habt, das andere Uranteil nehmen, zur Werkbank und die Uranladung bauen. Diese hebt ihr nun wieder auf und geht wieder auf dieses entgegengesetzte Dach und platziert dort die Uranladung. Die beiden Uranladungen werden aufeinander prallen und es droppt reinstes Uranium wieder auf die Straße. Ihr müsst nun wieder auf die Straße gehen, das Uranium aufheben und dann wieder runter zum geheimen Labor. Wenn ihr jetzt das zweite Uranium unten im geheimen Labor auf dem Sprengkopf platziert, fängt direkt der Bossfight an. Also Leute, macht euch erstmal hier, equippt euch erstmal, puncht eure Waffen so, dass ihr denkt, ihr seid ready für den Bossfight und dann platziert das Uranium. Sobald ihr das Uranium platziert habt und der Sprengkopf voll ist, dann spawnt der Boss Valentina, den ihr nun töten müsst. Sie wird sich in eine blaue Schildkugel einsperren, ihr müsst erstmal ihr Schild kaputt machen, dann könnt ihr auf sie schießen. Ihr müsst aber aufpassen, denn sie hat drei Attacken. Eine davon ist dieser Laser hier, womit sie mit Gift oder Feuer, was auch immer auf euch schießen tut, das nimmt euch sehr viel Damage weg, Leute. Also geht in Deckung, weicht aus und schießt auf ihr Schild, damit ihr Damage geben könnt. Die zweite Attacke ist eine Art Explosion. Ihr werdet auf eurem Bildschirm schon sehen, dass ihr so einen blauen Nebel habt. Wenn das passiert, dann versteckt euch irgendwo hinter. Und die dritte Attacke ist, dass sie sich healt, Leute. Ihr seht, die Zombies schwimmen in der Luft. Ihr müsst die Zombies kaputt schießen, weil sonst wird sie sich heilen dadurch. Und das wollen wir natürlich alle nicht. Und um Valentina nun zu besiegen, müsst ihr halt immer wieder ihr Schild kaputt machen und sie dann unterm Schild treffen. Ich mache das immer mit der Wunderwaffe. Falls ihr keine Munition mehr in der Wunderwaffe habt, so wie ich, dann müsst ihr einfach nur die Boss-Zombies, die kommen, töten. Denn diese droppen auch Munition. Oder falls ihr genug Geld habt, geht einfach zur Munikiste. Immer wenn ihr Valentina eine gewisse Anzahl an Damage gegeben habt, wird sie sich in so eine rote Kugel einhüllen und dann wird sie den Ort wechseln. Ihr müsst dann einfach hinterher und immer wieder das gleiche machen, also ihr Schild kaputt machen und ihr dann Damage geben. Und der allerletzte Kampf, Leute, wird wieder im geheimen Labor sein, denn sie wird sich dorthin teleportieren. Ich habe mal den Todbringer getestet und schaut selbst, Leute, wie OP der ist und wie ich sie weglaser.
Erstmal muss ich hier von der Attacke weg. Und jetzt schaut mal, ehrlich Leute, das ist unglaublich, wie man die hier damit weglasert. Ich würde euch auch empfehlen, nehmt den Todbringer mit, weil der ist unglaublich stark. Wenn ihr dann Valentina getötet habt, dann seht ihr sie auf dem Boden und ihr müsst nun dort hingehen und mit ihr interagieren. Wenn ihr das dann gemacht habt, dann kommt eine kleine Cutscene und nach dieser Cutscene geht es natürlich noch weiter. Das Easter Egg ist noch nicht geschafft, denn ein kleiner Schritt fehlt noch. Und zwar kommt nach der Cutscene der Klaus mit dem Sprengkopf in der Hand und will ihn in dieses Portal bringen und ihr müsst ihn einfach nur verteidigen. Wenn ihr ihn dann erfolgreich verteidigt habt, habt ihr das Easter Egg geschafft und ihr seid fertig. Ich hoffe, dieses Tutorial hat euch gefallen und ich konnte euch damit weiterhelfen. Das hat zwar ein bisschen länger gedauert, aber es ist diesmal wirklich viel ausführlicher und es sollten keine offenen Fragen bleiben. Falls jemand doch noch Probleme hat, kann ja mein Discord-Join mir privat schreiben oder ich kann euch beim Easter Egg helfen. Ansonsten bis zum nächsten Video und ciao.